Und schwupps, Leute, schon sind wir in Part 31 von Let's Play Memento Mori 2 Wächter der Unsterblichkeit. Und wir müssen uns noch mit Lara hier weiter umsehen, um den Berg zu finden, dem hoffentlich nichts Schlimmes passiert ist. Ich mache mal die Hotspot-Anzeige, ja. Ich gehe mal kurz zum Edwards und sprich mit ihm. Edwards, haben Sie kurz Zeit? Klar. Blut am Wagen. Das ist eine ernste Sache, Edwards. An der Tür von Burkes Wagen klebt Blut. Burke ist ein Hitzkopf und geht manchmal sogar so weit, seine Kontaktleute ein wenig zu verprügeln. Mehr haben Sie dazu nicht zu sagen? Könnte das nicht auch Burkes Blut sein? Keine Ahnung. César sollte lieber in der Zentrale Bescheid sagen. Ja, gute Idee. Ich weiß jetzt nicht, wo ich noch nicht war. Ich gehe mal nochmal alles kurz ab und mach mal die Hotspot-Anzeige. Den Baseballschläger hat man schon. Bereich von... halt, nein. Lagerhaus da. Das hat man auch schon. Ich hatte ja auch eigentlich auch alles schon mit... Ich kann hier keine Blutspuren erkennen. Ja. Mist. Oh, aber Fußabdrücke, die habe ich noch nicht gesehen. Das sind deutliche Abdrücke großer Schuhe, von denen einer eine gerissene Sohle hatte. Eine gerissene Sohle. Okay. Aber sonst nichts weiter. Waren wir eigentlich hier schon drin, in der Gasse? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht. Ich glaube zwar schon, doch da waren wir schon. Aber habe ich da auch schon mit dem hier? Selbst unter UV-Licht ist hier nichts Interessantes zu sehen. Nicht das hier. Komisch. Sieht aus wie Zigarettenpackungen. Ohne dass ich da jetzt ein Experte dafür wäre. Ja. Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Versuchen wir noch hier hinzurennen. Ob da noch was ist? Nee. Hier ist der Metallzaun und der Seiteneingang. Und das hatte ich ja schon. Das ist bloß Farbe. Ein Glück. Die Tür. Am Tor im Metallzaun hängt ein Schloss. Ah, oh, das hatte ich noch nicht gesehen. Ein Schloss. Können wir das irgendwie aufschlossen? Wohl nicht. Ja, wie ist denn das, dieser César? Ich denke mal, dass das dein Kollege ist. Sollen wir dem Bescheid geben? Da, genau, die Zigarettenstummel. Da sind mehrere Zigarettenstummel und die Abdrücke kleinerer Schuhe. Jemand, der durch schwarzen Schlamm gegangen ist, hat hier eine Weile gewartet. Ach ja, das war die Geschichte mit dem schwarzen Schlamm. Ja, gut, nachdem der Edwards uns nicht helfen kann, gehe ich jetzt mal zu dem... Wie ist er noch? Sogar, glaube ich. Ist das der César, von dem du... Lada. Ah, okay. Sogar. Officer? Ja, Mrs. Durant? Miss Durant, Blut am Wagen. Ich habe Blutspuren an Burkes Wagen gefunden. Ich werde das umgehend melden. 523. Wir haben Blut an Captain Burkes Wagen gefunden. Ich bitte um weitere Anweisungen. 523. 1023. 523. Wir versuchen noch immer, Captain Burke per Funk oder Handy zu erreichen. Durchsuchen Sie weiter das Fahrzeug und dokumentieren Sie alles. Wir melden uns. Sie haben es gehört. Könnten Sie die Suche fortsetzen? Vielleicht finden Sie ja noch etwas. Sie könnten auch weiter zum Flughafen fahren. Ich habe noch Zeit. Mit einem Taxi bin ich in wenigen Minuten da. Außerdem ist es... Oh, Entschuldigung, da muss ich rangehen. Ja, Kira? Bist du schon am Flughafen? Ich erhielt gerade interessante Informationen von der Polizei.
Burkes Wagen wurde in Chinatown gefunden und man hat Schüsse gehört. Und er ist nirgendwo zu sehen. Das weiß ich alles bereits, weil ich auf der Wentworth Street direkt neben seinem Wagen stehe. Wirklich? Wieso das? Wolltest du nicht zum Flughafen? Ja, aber... Gut, dass du da bist. Ich komme sofort rüber, dann untersuchen wir zusammen alles. Spinnst du? Ich muss den Flieger nach Lyon erwischen. Warum sollte ich bei der Suche nach Burke helfen? Was ist, wenn sein Verschwinden mit den Morden in der Mission Street in Verbindung steht? Wäre das Grund genug für dich? Diese Theorie ist sehr weit hergeholt, findest du nicht? Burke wollte sich mit einem Kontaktmann treffen, der etwas über diese Morde weiß. Das hat er nach der Pressekonferenz jemandem erzählt, was ich zufällig gehört habe. Zufällig? Ebenso zufällig, wie ich jetzt hier bin? Das ist doch sehr sonderbar. Zufälle sind immer sonderbar. Denk nicht weiter darüber nach. Ich bin gleich bei dir, du kannst dich ja schon mal umsehen. Den Flug werde ich wohl nicht mehr kriegen. Ich muss irgendetwas unternehmen. Ja? Lara? Sitzen Sie nicht im Flugzeug? Dummerweise wurde ich hier aufgehalten. Können Sie mir einen Platz im nächsten Flieger buchen? Klar. Ich schicke Ihnen eine Nachricht mit der Abflugzeit. Und bitte sagen Sie Renier nichts davon. Ich wüsste nicht, warum sie das wissen sollte. Bis dann. Okay, jetzt können wir wieder steuern. Sogar? Ich habe ihm im Moment nichts zu sagen. Okay. Edwards? Merkwürdiger Ladenbesitzer. Edwards, haben Sie kurz Zeit? Klar. Beim Sammeln von Beweisen helfen. Könnten Sie mir helfen, die gefundenen Hinweise zu dokumentieren? Ich muss sie fotografieren. Aber klar. Allerdings sollten Sie Handschuhe tragen und diese Hinweise markieren. Und das könnte ein Problem darstellen. Wieso das? Wie soll ich... Ich habe vergessen, Markierungen einzupacken. Aber Sie könnten sie durch etwas anderes ersetzen. Das machen wir auch hin und wieder. Aha, fehlende Markierungen. Ich überlege noch, wodurch ich diese Markierungen ersetzen soll. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir meist einfach Haftnotizen verwendet. Davon liegen hier auch nicht viele herum. Dann versuchen Sie es doch mal mit einem dickeren Blatt Papier. Okay. Schild. Ah, das ist doch ein Karton, oder? Ein Stück Pappe mit einem Loch für eine Schnur, auf der geschlossen steht. Offenbar selbst gemacht. Die Seite sieht doch ganz gut aus. Kann... Ein Stück Pappe mit einem... Okay. Ja, okay, versuchen wir es mal. Manchmal. Oh. Burke hat seinen Wagen in der Seitenstraße geparkt. Wo ist er hingegangen? Bevor ich den Wagen unter die Lupe nehme, muss ich sicherstellen, dass ich keine Beweise zerstöre. Und wie mache ich das? Ah, die Handschuhe. Wenn Sie einen Hinweis markieren, fotografiere ich ihn. Und denken Sie an die UV-Lampe. Vielen Dank. Ach, Mrs. Durant, seien Sie vorsichtig, ja? Okay. Päckchen Taschentücher. Da liegt ein ungeöffnetes Päckchen Taschentücher. Lenkrad. Am Lenkrad fällt mir nichts Besonderes auf. Zeitungen. Akte. Da war doch gerade Zeitung gestanden. Zeitung? Der zusammengefaltete San Francisco Chronicle. Wer immer ihn gelesen hat, ist nur bis zur vierten Seite gekommen. Akte? Die Akte kenne ich. Das sind sämtliche Informationen über den Mission Street-Fall, die ich gestern für Burke zusammengestellt habe. Er hat sie wohl mit zu der Pressekonferenz genommen. Offensichtlich. Ja, aber was kann ich denn... Kann ich denn hier eigentlich? Das ergibt keinen Sinn. Nicht okay. Was haben wir denn sonst noch? Ah, oh, oh. Ah, verstehe. Taschen. Das ergibt keinen Sinn. Verzeih mir, Lara, kann ich? Nein, ich wollte das bloß abdocken. Stellen Sie eine Markierung. Ja, mache ich. Taschen. Ein Fünferpack Plastiktüten. Es scheint eine zu fehlen. Kofferraum scheint nichts zu sein. Was ist das? The Gold? Taschen. Farringtons. Kennt jemand Farringtons?
Die Dose? Die Dose ist leer. Oh nein, die Dose ist leer. Spiegel? Der Rückspiegel ist völlig verstellt. So kann der Fahrer eher den Rücksitz als die Straße sehen. Okay, ich mach mal Hotspot-Anzeige. Lenkrad habe ich, das habe ich. Sitz. Den Flecken nachzuurteilen, hatte er Essen auf dem Beifahrersitz abgestellt. Er soll doch so empfindlich bei dem Wagen sein. Und dann macht er den Sitz nicht mal sauber? Guter Einwand, Lara. Das mit der Empfindlichkeit habe ich zwar nicht mehr so im Kopf gehabt, aber okay. Ich würde mal sagen, wir wenden jetzt mal die UV-Lampe auf alles Mögliche an. Verdammt. Blut. Und gar nicht mal wenig. Okay, kann ich das jetzt markieren? Ich glaube nicht, dass ich das gebrauchen kann. Ach nicht. Warum? Was kann ich denn? Das ergibt keinen Sinn. Wie soll ich die beiden Objekte denn zusammen benutzen? Keine Ahnung. Ich werde die Zahlen aufschreiben und es in kleine Stücke reißen. Das wäre ein guter Ersatz für Beweismarkierungen. Ach so. Ach so, das heißt, ich kann jetzt... Mit ein wenig Fantasie können die Karten als brauchbare Beweismarkierungen durchgehen. Mit etwas Fantasie. Ja gut, ich meine, dann markieren wir doch mal. Davon hätte ich gern ein Foto. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, weiter mit der UV-Lampe. Halt, UV-Lampe. UV-Lampe. Dose. Ich sehe hier nichts Interessantes. Taschentüch. Jetzt muss ich es jedes Mal wieder nehmen, die UV-Lampe. Das ist ja lustig. Hier ist nichts Interessantes. Dann machen wir mal mit den Taschen weiter. Hier ist auch Hotspot-Anzeige. Sauber. Keine Blutspuren. Ein Glück. Für Burke und für uns. Nehmen wir hier den Kofferraum. Oh, schaut mal. Scheint das bloß durch oder ist das die Rücken... Die Kopfstütze, meine ich. Nee, das... Nix. Dann der Sitz. Da ist Blut auf dem Sitz. Das sollten wir dokumentieren. Okay. Zeitungen? Ich sehe hier nichts Interessantes. Akte? Hier ist nichts Interessantes. Okay. Oh, Handschuhfach. Die Abdeckung vor dem Beifahrersitz müsste mal geputzt werden. Und die UV-Lampe? Noch mehr Blut. Und ziemlich viel. Machen Sie bitte ein Foto davon. Tja, die Frage ist doch aber auch irgendwie... Wie viele Markierungen muss ich denn... Ach, komm, nimm doch die UV-Lampe bitte. Sauber. Keine Blutspuren. Habe ich sonst noch irgendwas übersehen? Sieht mal nicht so aus. Die hat man auch schon. Ich habe gerade gezuckt, weil das hier rot ist, aber das ist nicht das Rot von diesen Markierungen, meine ich. Ja gut, dann gehen wir mal wieder raus und reden mal mit Edwards. Edwards, haben Sie kurz Zeit? Klar. Fotografierte Hinweise. Könnte ich mir mal ansehen, was wir bisher fotografiert haben? Vielleicht erfahren wir so, was vorgefallen ist, als der Kontaktmann ankam. Sicher. Ich bin auch neugierig, was uns das gebracht hat. Jetzt muss ich die relevanten Beweisstücke in chronologischer Reihenfolge sortieren, um herauszufinden, was hier passiert ist. Oh, das sieht aber nicht... Bis 8, das sieht aber nicht so aus, als hätte ich alle Hinweise gefunden. Nochmal. Finden Sie mit Hilfe des gesammelten Beweise heraus, was hier passiert ist. Legen Sie einzelne Beweisstücke in die Slots oder entfernen Sie sie, um einen chronologischen Ablauf der Ereignisse zu erhalten. Sie können ein Beweisstück auch zwischen zwei Slots legen, indem Sie es festhalten und in die Mitte klicken. Haben Sie viele Beweise gesammelt, dann können Sie sie durch Drücken der Tasten durchsehen. Okay, nein.
Ich glaube nicht, dass ich schon fertig bin mit der Beweissicherung. Von der Hauptstraße führen deutlich erkennbare Schuhabdrücke, an denen so etwas wie Lehm zu kleben scheint, zum Wagen. Okay. Das sollten wir fotografieren. Okay. Ein weiterer Beweis. Also es gibt auch Beweise außerhalb. Burke hat seinen Wagen in der... Bin immer noch nicht davon überzeugt, dass ich hier fertig bin. Stellen Sie eine Markierung neben etwas, das ich fotografieren soll, und ich knipse es. Wunderbar. Oh, da unten ist noch was. Schaut mal, Dreck. Da sind deutliche Fußabdrücke mit Lehmstücken hinter dem Fahrersitz. Ich sehe hier nichts Interessantes. Kann ich niemanden markieren? Das ist nicht... Davon hätte ich gern ein Foto. Okay. Okay. Ja, dann würde ich doch mal sagen, alles, was ungewöhnlich ist, also hier fehlt eine Plastiktüte. Das sollten wir dokumentieren. Jawohl. Und was war noch ungewöhnlich? Der Rückspiegel war noch ungewöhnlich. Ich bin auf der Suche nach 8 Beweisen. Machen Sie bitte ein Foto davon. Und dann würde ich sagen, nehme ich noch die Zigarettenstummel hier. Die sind doch auch sehr, sag ich mal, interessant. Na komm. Das sollten wir fotografieren. Sehr schön. Gut, Leute. Das heißt, jetzt habe ich 8 Stück. Weiß gar nicht, wahrscheinlich habe ich... Also ich denke nicht, dass wir mehr... Mehr Beweise sammeln müssen. Dann gehe ich jetzt mal... zum Edwards zurück. Edwards, haben Sie kurz Zeit? Klar. Dann Hinweise. Kann ich nochmal die Fotos sehen? Ich würde gerne rauskriegen, was ab dem Punkt passierte, als der Kontaktmann ankam. Aber klar. Jetzt muss ich die relevanten Beweisstücke in chronologischer Reihenfolge sortieren, um herauszufinden, was hier passiert ist. Also ich würde mal sagen... Irgendwann ist irgendjemand eingestiegen und der Burke hat dann den Rückspiegel geändert, sag ich mal. Um ihn, besser zu sehen. Der hat wahrscheinlich auch die Plastiktüten mitgebracht, oder? Also ich würde sagen, jemand ist zum Auto gegangen. Von hier kam also der Kontaktmann. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist der erste wichtige Hinweis. Okay. Burke hat in der Gasse gewartet. Sein Kontaktmann kam von der Hauptstraße und hat sich den lehmigen Fußabdrücken nach zu urteilen zur Hintertür geschlichen. Ja, das glaube ich auch. Ist er dann eingestiegen? Nee, da weiß ich immer noch nicht, wie die Zigarettenstummel da reinpassen. Dann haben wir doch jetzt im Fußraum... Haben wir irgend noch was außerhalb des Autos? Außer die Zigarettenstummel? Nee. Lehmspuren im hinteren Sitz? Okay, jetzt sagt sie nichts. Das heißt, das ist noch ein bisschen verfrüht. Ich hätte aber doch gesagt, dass das der nächste Schritt ist, oder? Der setzt sich hin. Also ich mache jetzt einfach mal, Leute, ich weiß nicht. Legt die Taschen ab. Der Burke verändert seinen Rückspiegel. Der greift den Burke an. Der blutet, versucht ins Handschuhfach zu gelangen, um seine Dienstwaffe zu holen. Das ergibt doch keinen Sinn. Ich glaube, wir haben einen Hinweis übersehen. Ja, oder... falsch eingeordnet. Also bei dem
bei den Lehmspuren da oben hat sie auf jeden Fall mal reagiert. Ich weiß jetzt nicht, ob sie bei jedem Hinweis reagiert. Aber das würde ich sagen, Leute, finden wir dann heraus am Anfang vom nächsten Part von Let's Play Memento Mori, zwei Wächter der Unsterblichkeit. Und vielleicht probiere ich offscreen mal ein paar Kombinationen durch, mal gucken, ob Lara bei irgendwas anderem noch einen Spruch von sich gibt. Schauen wir mal. Also, bis zum nächsten Part. Ciao.